Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Wir spielen gegen Manchester United und Valencia ist verletzt. Das ist schon, ja, ein herber Rückschlag, will ich nicht sagen. Aber ein kleiner. Ja, Skill Challenge. Boah, der war schön. Ja, Lattenkreuz. Und der ging vorbei. 9000 gleich. 9000, hui. Und im Hintergrund wieder die Champions League Musik. Also jetzt nicht die offizielle. Das ist bloß die von FIFA. Ja. Champions League. Ja, Champions Cup. Champions League dürfen sie es ja nicht nennen. Weil sie ja da die Rechte nicht bekommen haben. Von der UEFA. Mein Zug ist ja auch schon 18 so teuer. Ja. So, ich stelle gleich mal auf hoher Druck. Weil das müssen wir jetzt unbedingt gewinnen. Im Viertelfinale der Champions League. Ja, ja, ja. Kein Elfmeter. Nee, 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 Freunde. So, und jetzt kommt mal mit hier. Reus, über rechts, mein Gott. Und das soll Schwierigkeitsgrad Profi sein, oder was? Wo man bei Manchester United auf rechts durchlaufen kann. Okay, die lassen das jetzt erstmal ruhig angehen. Spielen da ein bisschen hinten rum. Ah, Alaba, jetzt ist der rechts da oben ist frei. Boah, naja, links oben meine ich. Da. Ist ja schon gehalten. Dante, ja. Also wenn er das Kopfball, wenn Dante den Kopfball nicht gewinnt, dann muss schon was los sein. So, Neymar liegt ab auf Müller. Und das war... Ja. Nicht mal zum Kopfball ist er gekommen. So. Ah, Reus aus der zweiten Reihe, aber das wird nicht. Ja. 11. Minute. Das. Es nimmt Fahrt auf. Boah, Neuer. Also das war jetzt eine Riesenchance für Menü. Wie er da steht und den Ball dann nicht bekommt. Also nachdem Neuer den abgewehrt hat. Was? Achso, für mich. Nee. Ich brauche einen linken Robben. Ja, gut, da war er zu schnell in seiner Ecke. Dante, ja, man müsste früher zum Kopfball hingehen. Wenn er vor dir steht, dann wird das nichts. Gut. Ah, der Platz ist gescheit nass. So, und jetzt hier, komm. Nein, da legt er sich zu weit vor. Den hätte er auf Robben rausspielen können. Ach, kommt Leute, das ist doch... Unglaublich. Nein, jetzt. Ja doch, wir haben Müller. Neymar. Müller. Weiter auf Reus. Reus. Nein, dann scheitert er. Und, wir stehen bei denen im Tor. Ich glaube, die Gea ist es. Und Müller nochmal die Gea. Der hält gut, der Gea. Ja. Okay. Erstmal durchatmen. Zwei Riesenchancen gerade. Ah, damit hat Robben jetzt nicht selber nicht mehr gerechnet, würde ich sagen. Der ist nämlich noch stehen geblieben. Ja, hat man gerade gesehen, der ist einfach stehen geblieben. Und drückt das Ding dann über die Linie. Alter, was die Seiten aus der Linie. Ja.
Wir kommen da gut durch, durch unsere Abwehr. Es ist blöde Javi Martinez abgewehrt. Jetzt wieder auf die Gegenseite. Müller, komm, den... Nein, den hat er nicht. Ja, wo ist... Spieler aus? Spieler aus. Da war jetzt keine große Kunst dabei, den Ball zurückzuziehen. Jetzt kommt... Der war gut, der war gut, der war gut. In den Lauf von Reus. In den Lauf von Reus. Reus, 1-0. Sehr schön. Ja. Bam. Gut, 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 gut. Jetzt muss Menu nach vorne kommen. Und auch mal das ein oder andere Tor machen. Also, aus Menu-Sicht. Das würde uns jetzt nicht gefallen. Wenn wir jetzt hier zu 0 spielen, dann wäre das eine super Ausgangslage. Nani gegen Alaba. Alaba, hoi, hoi, hoi. In den Strafraum rennen. Ja, der Robben läuft unten nicht. Ja, gut, da. Ich habe jetzt eher auf Robben geschaut als auf Neymars Gegenspieler. Oh, ho, ho. Neuer. Ja, ich weiß nicht, ob er gehabt hätte. Wenn er aufs Tor gekommen wäre. Ja, Nani auf rechts. Den. Ja, Gott. Nein, ihr kommt da nicht durch. Du kommst da nicht rein. Super abgeblockt von Dante. Und jetzt kommt gleich wieder auf die Gegenseite. Über Neymar. Er geht über rechts. Neymar. Boah. Ja, nicht links. Er ist halt kein Linker. Das ist das Problem, sonst wäre ich schon in die Mitte gezogen. Ja, okay. Schweinsteiger, das war. Das war, glaube ich, eher die Innenseite als der Vollspann. Sonst wäre ich mit Neymar schon in die Mitte gezogen. Ich hätte da und versucht, aufs lange Eck zu schießen, aber ja, er ist ein Rechter, das erschwert das Ding, erschwert die Sache ungemein. Müller, De Gea, Robben, De Gea. Ja, gut, aus so einem Winkel zu schießen, das ist eigentlich auch blöd. Von mir. Ah, oh, Boateng. Aber wir schlagen uns gut. Da kann man nicht meckern. Gut, Neymar. Ja, Müller kriegt, kommt da nicht so ganz dran. Beziehungsweise verliert ihn gleich wieder. Oh Gott, 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 oh fuck. Ja, ich habe Neuer frühzeitig rausgeholt, war ein Fehler. Ja, das haben wir davon. Ja, Nani macht eine Kurve und dann braucht er, muss man ins Tor passen. Oh Mann. Oh, Alaba schon, wollte ich schon sagen. Lahm mit viel Glück hier vorbei. Und wie ging der denn rein? Neymar gleich im Anschluss. Hui. Hui. Schön. Da ist die Gegner schon irgendwie auf den Knien und... Ja, das ist... Kurios. So, jetzt aber kein zweites hier mehr bekommen. Ja, komm, ich muss jetzt da raus. Dante hat ihn. Neuer hat ihn. Wenn ihn Dante nicht hat, hat ihn halt Neuer. Ja, das 1-1 war jetzt gerade vorhin schon ein bisschen unnötig. Und boah, haha, macht er fast das 2-2. Ja, Neuer hat einige Dinger schön raus. Zenit gegen Man City 1-1. Ah.
So. Langsamer Spielaufbau. Ich würde jetzt gerne das 3-1 machen. Und dann vielleicht so ein bisschen für die Vorentscheidung zu sorgen, aber das war jetzt blöd. Okay, den hat er schön gelupft, aber den hat Boateng. Reus. Boah, oh. Keine Karte. Oh. Ich habe jetzt eher Angst gehabt, dass er rot gibt, weil er von hinten in die Beine rein ist. Was war das denn? War das ein Pass zu Neymar? Schweinsteiger. Ja, geht gut an dem Spieler vorbei. Ah, und dann kriegt er noch einen Fuß hin. Ja, ein schönes Solo von Schweinsteiger gewesen. So, Lahm gegen Rooney. Rooney, der ist doch jetzt auch irgendwo. Der will doch jetzt irgendwo hinwechseln. In die zweite französische Liga oder irgendwie sowas habe ich gehört. Er wurde zwar auch mit Bayern in Kontakt gebracht, aber weiß ich nicht, ob da was dran ist. Also da wäre ich vorsichtig. So, und jetzt Reus an die Latte! Nein! Ach Gott! Kickt er das Ding an die Latte? Jetzt kommt Kagawa für Fletcher. Nochmal einen Offensiven. So, jetzt in den Lauf von Robben. Das ist ja. Ach Gott, und da wird er geblockt von Evra. Gut. Na, das wäre, als hätte das 3-1 sein müssen. Und dann haut er den an die Latte. Ja, geh halt hin. Abseits. Gut, gut, gut. Van Persie steht hier im Abseits. Ja, 64. haben wir. Da ist noch nichts gegessen. Carrick kommt auch nicht vorbei an zwei Bayern-Spielern. Ja, komm, lauf halt. Ja, wenn Müller da jetzt gestartet wäre. Ich hätte einen schönen hohen Pass in den Lauf spielen können. Und diese Grätschen, da fragst du dich auch manchmal, wie jemand das Grätschen nennen kann. Robben. Aufnehmer. Ich gehe jetzt mal über rechts. Ach Gott, nee, da komme ich nicht durch. Schön, 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 schön. Ja, jetzt war er. Ich überlege gerade. Ah, der Drang. Man kann dem Drang nicht nachgeben. Sorry. Ah, Gott, der war zu fest. Der war, ja. Der war auch vor allem zu weit aufs. Voll schick. Was macht Javi Martinez da vorne? Dante gewinnt das Kopfballduell, aber passt zum, also köpft zum Gegner. Boah, Boateng haut den hinten raus. Gut. Ja, manchmal sieht man, dass da, mein Gott, warum denn nicht ganz rüber zu Robben? Der wäre da komplett freigestanden. Also komplett jetzt vielleicht nicht, aber weitgehend. Nein. Ja, wollte ich hinter ihm durchziehen. Na. Das war gar Kagawa. Na, Evra. Jetzt schalten sich davon auch die Verteidiger ein.
Die wollen hier nicht verlieren. Die Man United, die Manchesteraner, oder wie man sie auch immer nennt. Boah, der war schön. Der war schön auf Reus. Der war schön auf Reus. Und nein! Na, da kommt er nicht hin. Und dann wird er abgefälscht. Pass von Robben. Aufregung hier wieder vom Manchester Tor. Und der war schön durch auf Robben. Der war schön durch auf Robben. Robben 3-1. Na, also. Der macht den Torjubel einfach nicht. Will er einfach nicht. L2 und dann einmal den rechten Stick komplett rumdrehen. Ja. Gut, 3-1, das sollten wir jetzt halten. Oder ausbauen. Aber auf jeden Fall kein Gegentor mehr kassieren. Das ja, Dante. Na, die werden jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Weil 3-1 auswärts ist blöd. Gut, weg damit, einfach weg damit. Robben geht rechts völlig frei, aber Robben hat null Kondition mehr. Und jetzt, der Pass in die Mitte, wenn der jetzt gekommen wäre, Neymar wäre da komplett allein gestanden. So, Javi Martinez, Müller, die Mitte zu Neymar. Ja, der kommt da nicht durch. Es gibt einen Wurf. Ne, ja, hau er gerade noch so. Müller, 4-1. Ne, der will auch nicht machen. Ja, Torjubel, hey. Aus der Position, ja, kann man machen. 90. Das dürfte Man City jetzt den Rest gegeben haben. Ich will immer Man City sagen. Ich sage auch immer Man City. Warum? Ich stelle jetzt mal auf sehr defensiv, weil noch ein Tor können wir jetzt nicht gebrauchen. Also noch ein Gegentor. Ja, 4-1 ist super. Auf die 2 wäre schon. Hey. Oh, haha. Ja, 4-2, dann brauchen sie zu Hause plus 2-0 gewinnen und dann sind wir schon draußen. Ne, das war's. 4-1 gewonnen. Durch Reus, Neymar, Robben und Müller. Die Torschützen. Also das war die Riesenchance für Man U. Ah, Neymar in der 9,7. Ja, der hat gut gespielt. Zenit 2-2 gegen Man City. Ja, Man City zweite Auswärtstore. Aber muss halt zu Hause gegen Zenit St. Petersburg gewinnen. Oder 0-0 oder 1-1 spielen. 2-2 gäbe es dann Verlängerung. Und wenn es so bliebe, Elfmeter schießen, aber kommt da. Ich wollte in der Stadt. Ja, sorry, Groß, aber du bist zu langsam dafür, dass man da. Gut. Schauen wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Oh, Dortmund hat schon das 25. Spiel gemacht. Hey. Ja, das, also die Bilanz kann sich sehen lassen hier. 63 Punkte aus 26 Spielen. Die 6 Unentschieden sind halt blöd. Na gut, da haben halt 8 Mal Unentschieden und 3 Mal verloren. Gespielt, ja, verloren gespielt. Ne, Unentschieden Könige sind ja Bremen, ist ja Bremen. Der Unentschieden König, also das ist ja der Hammer. 12 Mal Unentschieden. Na gut, sind auch 12 Punkte, aber trotzdem. Ja. Gut, damit beende ich die heutige Aufnahme-Session für FIFA 13.
Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Spiel gegen den Hamburger SV, der ist seit Dritter, also in der virtuellen Tabelle hier. Naja, bis dann. Tschüss.